Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie wir unsere Netzwerkkarte unter Linux auf ein Gig umstellen können. Vorausgesetzt, die Netzwerkkarte und der Treiber das unterstützt natürlich. Sollte aber mittlerweile eigentlich kein Thema mehr sein. Und zwar gibt es da einige Tools. Ich will euch heute eins davon zeigen, was ich auch ganz cool finde. Es heißt ETH-Tool. Wird auch von mehreren Distributionen unterstützt. In meinem Fall hier Debian. Funktioniert also auf jeden Fall mit Ubuntu auch. Wir können damit ja ganz einfach die Einstellungen unserer Ethernet-Adapter anzeigen lassen und auch ändern. Und zwar indem wir hier einfach ja ETH-Tool eingeben und direkt dahinter erstmal der Name unserer Netzwerkadapter, in meinem Fall ENP2SO S0 hier. Bei euch kann das natürlich anders heißen. Wenn ihr das nicht so genau wisst, dann könnt ihr auch schnell herausfinden mit ifconfig. Genau, wenn wir das jetzt einfach eingeben hier und also ETH-Tool, Netzwerkkarte, Name und Enter und schon bekommen wir hier ein paar Details ja, über unserem Netzwerkadapter. Da als erstes sehen wir hier auch direkt, was unterstützt wird, ja, 10.000 hier. Ich bin jetzt schon auf 1000, ja, auf ein Gig hier umgestellt. Wir sehen hier Auto Negotiation, yes, Full Duplex, Twisted Pair, Auto Negotiation on. In der Regel, wenn das hier die Auto Negotiation eingeschaltet ist, wird hier dann automatisch die, ja, die schnellste Geschwindigkeit hier ja eingestellt. Dabei ist natürlich zu bedenken, dass alle Komponenten unseres Netzwerks mitspielen müssen, ja, Kabel, Switch, Router und so weiter. Genau, wenn wir jetzt hier die Geschwindigkeit beispielsweise ändern möchten, dann weil wir vielleicht noch auf 100 MB irgendwie, warum auch immer, eingestellt sind, dann müssen wir hier einfach mit sudo natürlich ethtool-s, dann Netzwerkkarte, der Name, Speed und dann ja die gewünschte Geschwindigkeit hier einstellen. Ich mache jetzt 100. Hier nochmal vielleicht der Hinweis, dass es gibt einige Netzwerkkarten, die ja die Änderung hier durchführen, nur in Kombination hier mit Duplex, Full und oder Auto-Neg on, hier Auto-Negotiation on. Ich mache das jetzt einfach mal so und genau, einfach das Passwort hier eingeben, das richtige natürlich, wäre ganz gut und schon werden die Einstellungen jetzt geändert. Wir zeigen uns nochmal, genau, und jetzt sehen wir hier, ich bin jetzt auf 100 MB, hier ist alles beim Alten geblieben, da habe ich nichts geändert. Wir wollen natürlich auf ein Gig hier umstellen. Ich ändere das mal wieder, ja, einfach mit 1000 hier, das kann alles so bleiben. Enter und schon ja sind wir jetzt auf ein Gig wieder umgestellt. Ja, das geht sehr schnell und einfach. Genau, das war es auch schon alles erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat oder weitergeholfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.